Wenn dir unterwegs mal ein Knopf abgefallen ist, am besten noch von der Hose, dann weißt du, wie unangenehm das Ganze sein kann. Nadel und Faden hat man ja meistens nicht dabei. Aber genau dafür gibt es eine geniale Drechselidee. Mein Name ist Stefan Benner und ich wünsche dir viel Spaß beim Video. Ein ideales Projekt, um einen Teil seiner Resthölzer zumindest zu minimieren. So, was sehen wir hier? Ein bisschen Ahorn und ein bisschen Robinie. Die Idee für diese Dose habe ich aus dem Drechsler Magazin Ausgabe 36. Vielen Dank an Matthias Reichel für diese Idee. Ich habe mir hier eine kleine Vorgehensweise mir überlegt, wie ich das Ganze machen werde. Denn ich habe nicht alle Werkzeuge, die in dem Drechsler Magazin dort erwähnt worden sind. Deswegen mache ich das auf meine eigene Art und Weise. Aber wie sagt man so schön, viele Wege führen nach Rom und einer davon, der führt zu Stefan Benner. Verrückt. Das Schöne an der Dose ist, dass sie sehr kompakt ist. Man kann sie quasi überall hin mitnehmen. Frauen können sie sogar in die Handtasche packen. Mit einem Meißel lässt sich der Spannzapfen für das Drechselfutter sehr schnell herstellen. Hier habe ich mehrere Werkzeuge ausprobiert und später festgestellt, für diesen Einsatzzweck wäre der Meißel von vornherein die beste Wahl gewesen. Auch wenn es jetzt so aussieht, nein, es soll keine Hantel werden. Ja, Sonne, Regen und Hagel. Wir haben heute schon alles gehabt. Guckst du hier? Junge, 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 Junge. Eine kleine Schattenfuge trennt den Dosenkörper von dem Deckel. Ich habe hier noch die großen Spannbacken vom letzten Projekt drauf. Die müssen erstmal gegen kleinere getauscht werden. Deswegen haben viele Drechsler auch mehrere Drechselfutter, wo die unterschiedliche Spannbacken drauf haben. Aber gut, das kriegen wir hin. Und so schnell geht das. Schon sind die 9 Spannbäckchen drauf. Jetzt geht es ans Bohren. Und zwar müssen wir die Dose logischerweise aushöhlen. Ich werde jetzt natürlich nicht mit dem Ausdrehset rangehen. Eine einfache Bohrung reicht da vollkommen aus und da wäre es nicht schlecht, vernünftige Bohrer zu haben. Meine sind jetzt okay, aber gut, alles kein Thema, auch mit nicht so guten Bohrern kriegt man das geregelt. Wobei nicht so gute Bohrer hier relativ ist, meistens sind es Metallbohrer, die ich verwende und die sind natürlich nicht wirklich dafür gedacht. Ja, hast du scheiße Bohrer, musst du mehr schleifen oder dir vernünftige Bohrer besorgen. Aber niemals mit bloßen Fingern da rein, sondern mit irgendeinem Stock oder irgendwas in der Art. Das Multitool hat 2 verschiedene Enden, einen geraden Rundmeißel und einen Vierkantmeißel, womit ich hier die Einstiche eingearbeitet habe. Jetzt kommt die selbstgemachte Beizmischung zum Einsatz. Das ist im Endeffekt nichts anderes als Stahlwolle aufgelöst in Essigessenz. Kannst es ganz leicht selber machen, du weißt, was da drin ist und kannst es einsetzen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das verlinke ich dir mal oben rechts. Ist eine coole Sache.
Der Dosendeckel ist zwar klein, aber relativ komplex. Auf beiden Seiten bekommt er eine Passung. Der Deckel bekommt ein Inlay aus der Ilex oder auch Stechpalme genannt. Sehr, sehr helles Holz, sehr gut zu zersparen. Der Legende nach besteht Harry Potters Zauberstab aus der Stechpalme. Korpus, Deckel und das Inlay sind soweit fertig und jetzt fehlt nur noch etwas, wo wir den Faden und die Nadel drin verstauen können. Und das stellen wir jetzt her. Das Ganze wird verbunden mit dem Deckel, sodass wir das zusammen rausziehen können. Ja, mein Restefach wird einfach nicht leer. Wenig mit dem Biest üben, der Meißel ist jetzt nicht unbedingt mein Spezialwerkzeug. Effektiver ist es aber, wenn man das Material auf folgende Art und Weise entfernt. Wenn man die Fasern abschält, dann geht es deutlich schneller. Mein absolutes Lieblingswerkzeug ist die 16 mm Schalenrührer. Das Projekt ist echt nicht ohne. Ich habe jetzt mehrere Fehler gemacht und das ist jetzt mein drittes Teil, was ich hier mache. Man muss sich da echt konzentrieren und bei der Sache bleiben und auf die Zeichnung schauen. Das habe ich vergessen zu erwähnen. In dem Heft ist natürlich auch eine Zeichnung mit den Maßen enthalten. Als Oberflächenbehandlung kommt die Eigenentwicklung zum Einsatz. Vielleicht kommt es in einigen Monaten raus, ist aber noch top sekret.
Übrigens vom 17. bis 19. Juni findet das Drexler Forum-Treff in Hessepark statt. Also falls ihr Lust habt, kommt vorbei. Ich bin da bei Drechselbedarf Schulte am Drechseln. Vielleicht können wir da ein bisschen miteinander reden. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank ans Drexler Magazin und Matthias Reichel für die geniale Drexel-Idee. Wenn du magst, kannst du den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. So sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ah, sehr hübsch.